Bonjour, Jalerie, mon ami. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Alone in the Dark. Ja, wir befinden uns in der komischen Kneipe, was weiß ich, was das auch immer ist, bei den Schwarzen hier. Und ja, wir sind jetzt auf der anderen Dimension oder sowas. Also, Emily haben wir verloren. Also, Edward ist jetzt alleine, kämpft ums Überleben. Wie es da weitergeht, meine liebe Leute, lass uns erfahren. So, los geht's. Verstehe. Was ist denn hier zu sehen? Ich bin ja Sammler. Das bedeutet, ich gucke überall. Error! Eine Error! Okay. Oh, stehe, okay, 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 komm. Meine Waffe ist kaputt. Komm nur ran. Das ist nur kurz. Hält es doch beschissen. Richtig beschissen ist das. Was ist das für ein hässliches Stück? Scheiße. Was für ein Missgeburt. Okay. Ich gehe nicht mit Schleichen, ich gehe wie ein Mann. Was ist da auf der linken Seite? Brauch diese Dinger nicht. Auf der rechten Seite? Da kann ich nicht lang gehen. Okay, was ist da? Moment, Moment. Ah, da ist ja eh nichts zu sehen. Dann gehen wir wieder mal zurück. Das ist so schnell kaputt, geht es doch echt scheiße. Wow. Okay. Bisschen so wie Resident Evil. Aber... und geil.
sein, dass das nicht ist. Er hat mich, er hat mich. Du Huso! Hey, was? Wie habe ich das gemacht? Hä? Wie habe ich das geschafft? Juju? Das wissen manchmal sogar mehr. Du hast noch mehr Fleisch in die Welt. Das Vervollständigen von Sets. Ach, fick dich doch einfach. Einige Sets können gar nicht erst vollständig werden, und obwohl Karambis auch Emilys Kampagne zu spielen. Um das Spiel zu erhalten. Okay. Also ich muss doch wohl Karambi und diese Emily spielen. Ich erkenne diesen Ort wieder. Das ist Miss Jacksons Seance-Salon. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen zu Jeremys Talisman. Er erkannte den Ort wieder. Es war Miss Jacksons Seance-Zimmer. Das letzte Mal, dass er hier war, hatte er die Bedeutung von einem Wespennest und Pferdehaar eingewickelt in rote Seide herausfinden wollen. Das Bild einer toten Frau, die mit Hutnadeln gestochen worden war, blitzte vor seinem inneren Auge auf. Carnby schauderte. Er hatte keine Zeit, der Vergangenheit nachzuhängen. Er musste mehr über den Talisman erfahren und nach Dusedo zurückkehren. Talisman, genau wie der in dem Gemälde. Und zwischen allen finden sich Türen. Ein alter Talisman über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre zu sein. Aber die Basis könnte aus den Antiken stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seine Inneren zu verbergen. Gucken wir mal. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt. Ich schätze, er braucht Zahlen. Sowie Koordinaten. Vielleicht hat Jeremy dazu etwas notiert. Alles mit den schwarzen Sonnen. Laut Stern sind drei Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Weiten der Träume und der Erinnerung zu spannen. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Anfang. 358. Was ist denn hier? Braucht den Schlüssel. Drei, fünf, acht. Okay.
Wo ist die beschissene 3? 3? 5? 8. Es zeigt etwas. Ein Ort? Wo ist das? Ha. Ich verstehe rein gar nichts. Detective, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht mit dem hier gerechnet. Sie sind Dr. Gray, ja? Der bin ich. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective. Ich bin nicht erpicht darauf, dass Fremde hier herumschnüffeln. Ah, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Voodoo-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mache nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSetto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Tja, das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armagnac oder Cognac? Geben Sie mir den billigen. Ich bin kein großer Connoisseur. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Das verstehen Sie sicher. Schon. Aber er ist verrückt. Und verschwunden. Warum? Hier. Trinken Sie. Oh, ist gut. Das ist ein Sidecar. Der Trick ist, keine Angst vor der Säure der Zitrone zu haben. Und um Himmels Willen nicht mit dem Likör übertreiben. Okay. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Aha, ja. Mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor, Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen oder die einfach gar nicht sein sollten. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf einen Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Sie wären sicher dankbar für Ihre Hilfe. Ja, ich habe vorhin mit Baptiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann, aber wir sehen uns sicher wieder. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg. Hab ich jetzt gar nichts. So ist jetzt wieder auch der richtige Dimension? Detective Carnby, wie haben Sie... Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht warum. Nein, ich meine etwas Unerklärliches, Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie's. Ich krieg's raus. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein,
Ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich? Es war Spanisch. Tarroea. Ja, da muss ich hin. Detective? Sind Sie in Ordnung? Ja, sicher. Gehen Sie zu Gray. Wir reden später. Obwohl Detective Carnby dankbar war, zurück in DeSedo zu sein, war er nur zu bereit, seine Hypothese zu testen. Nachdem er diese finstere Welt, die sich als das französische Viertel ausgab, durchlebt hatte, waren Jeremys Texte wohl deutlich wörtlicher zu verstehen. Was, wenn Jeremy seinen Talisman verwendet hatte, um wirklich all die Orte zu besuchen, die er im Buch erwähnt hatte? Carnby war sich sicher, dass das die Antwort war. Er würde Jeremy nicht irgendwo in DeSedo versteckt finden. Er war mit Sicherheit in einer der anderen Welten. Und um ihm zu folgen, würde Carnby die alte Uhr und den Kessel erforschen und herausfinden müssen, welche Rolle sie spielten. Oh. Dieser Talisman hat mich im Nu aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Tarroea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Also Franzosenviertel nennt sich das. Okay. Stempel? Das ist noch tatsächlich noch funktioniert, ey. Ja, geil. Den Kessel reparieren. Ich habe Ihren Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Das ist gut. Dr. Elmoli Gray ist der Oberarzt in DeSedo. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Bois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergt DeSedo 6 Gäste. Malcolm McCarthy und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Ah, was ist das? Ich komme da auf keinen Fall rein. Ich lasse es besser sein. Keine Ahnung. So aus, als wären alle Patienten hier verzeichnet. Nur Jeremy nicht. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lottie. Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Ja. Geil. Ich brauche den Schlüssel.
fick dich doch einfach. Fick dich! Weiter, weiter! So. Ich geh erstmal zurück. Stück Scheiße, was mich erschreckt. Ja, geh doch runter! Ich brauche den Schlüssel. Das nicht klappen. Doch, oh Mann, doch nicht da. Sie in meiner Küche. Ich versichere, nein, ich verspreche Ihnen, Mr. Hardwood ist nicht in meiner Küche. Und auch Sie sollten nicht hier sein. Raus hier, los! Ich wollte nicht. Verzeihung. Carmby stand unter Schock und war zugleich peinlich berührt. Die Haushälterin war darüber aufgebracht, ihn in der Küche herumschnüffelnd gefunden zu haben und hatte ihn aus dem Raum geworfen. Etwas war seltsam an ihr. Aber es schien nicht mit dem Fall zusammenzuhängen. Also beschloss er einfach, ihr aus dem Weg zu gehen. Schade. Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Es ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis.
Moment. Verdammt doch mal. Moment mal, das hier, das Grüne bedeutet Aufbau. Ich brauche den Schlüssel. Ich hochgebe das ja nichts. War ich ja. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss Emily helfen, ihren Onkel zu retten. Tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören oder sowas. Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen, etwa so groß? Ich fürchte, nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Sagen Sie es, wenn Sie sie finden. Ich bin in der Nähe. Ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. McCarthy erinnerte Detective Carnby an einen alten Säufer, den er früher gekannt hatte. Er verabscheute ihn. Da gab es keinen Weg drumherum. McCarthy würde sich anstrengen müssen, um bei ihm einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch geschrieben hat. Oh, ich brauche den Schlüssel. Okay, so langsam habe ich es drauf. Geh doch einfach. Oh. Ah, das sind doch diese Missgeburten. Moment, wenn ich das, wenn ich jetzt ins Zimmer zurückgehe. Huh.
verlorene Plantagen von Louisiana. Ah, das interessiert mich nicht. Brauche ich. Ein Schürhaken. Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal. Oder? Ist fest verkeilt. Eine Abkürzung. Hab es. Wasserschlauch? Hey. Ist das? Das kann nicht real sein. Zerbrochener Schieber. Ein Stück ist erledigt. Ich kann jetzt wieder hochgehen.
speichert immer automatisch. Hier scheint alles wieder normal zu sein. Nix. Was ist denn hier los? Ein komisches Ding. Na, was ist das? Geil. Das muss ich markieren. Und da kann ich das sowieso nicht. Wie exzentrisch. Was sind das für Symbole? Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Oh Mann, Rätsel. Heroses Tagebuch. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astart. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Okay, ich habe das immer nicht verstanden, aber wie findest du daraus? Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Wie die Fäulnis auf dem Bilder den Umriss bildende Ding. Ah, oh Mann.
Ah. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Der einfache Astrologie-Schlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur 12 an der Zahl waren. Gleiche die Namen der Astarte-Künstler, um Zahlen zu erkennen. Cortes Perossi. Perossi. Charles. Nein. Boah, ich habe keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Vergleiche die Namen der Astarte. Was ist das für ein Begriff, Mann? Astarte Künstler, um Zahlen zu erhalten. Okay, Nummer 2 ist William H. Argus. Nummer 3 ist Franklin Mossack. Und Nora Kate. William Franklin und Nora. William? 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 Franklin? Und Nora? Nöre. Also 2994. 294. Zwei. Ah, das sind Sternzeichen. 294, Fisch. Nein, Wassermann? Fisch? Danach kommt, April, Widder. Fisch, also Wassermann, Widder und, Löwe. Nach Löwe kommt Skorpion. Wassermann, Widder, Skorpion. Widder ist das hier. Was ist nochmal Skorpion? Was ist nochmal wieder? Vermutlich ist das hier wieder. Und Wassermann müsste vermutlich das hier sein. Skorpion? Nein. Ich kapiere ehrlich gesagt den Sinn nicht. Zwei, drei. Das in der nächsten Folge. Urwa, ciao, bis dahin, euer Chin Yakuza, tschüss.